jetzt habe ich hier Majestät König Banda aus Ghana und die Königin Gabriele Banda neben mir stehen. Hallo, wie geht es Ihnen? Wie sind Sie? Gut, sind Sie gut hierher gekommen? Ja, wir sind sehr gut hier angekommen mit der Limousine. Ja. Und was führt Sie hierher zu dem Boxkampf? Ja, Boxkampf, ich bin Sportler. Ich war mal auch Boxer. Ich war Südwestmeister. Ja, ich habe damals geboxt. Ich habe 44 Kilo gewogen, Fliegegewicht. Ja, aber ich war immer ganz schnell. Ja, flieg, zack, 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 zack. Ja, so liegt so auf Boden. Ja, und wegen meinem Beruf, ja, ich bin Kfz-Meister und Landmaschinenmeister. Der Beruf steht erst vor und deswegen habe ich früher aufgehört zu boxen. Aber Sport mache ich immer. Ja. Sport man hält gesund. Ja. Jeder muss jeden Tag etwas Sport machen oder kleine Heimrad zu Hause, nur ein wenig zu drehen, lang vollkommen. Ja. Fehlt Ihnen denn das Boxen? Ja. Fehlt Ihnen das Boxen oder boxen Sie immer noch? Ja, ich boxe immer noch. Ja. Ich habe bei mir sogar, wenn Sie kommen zu mir in Mundenheim, Ludwigshafen, in der Werkstatt, habe ich einen Boxensack. Der Sack hängt an der, manchmal hänge ich an der Hebebühne und dann mache ich eineinhalbe Stunde Sport. Ja. Wow. Ja. Und worauf freuen Sie sich heute besonders? Ja, ich freue mich, weil hier bei uns in Ludwigshafen freue mich immer, wenn ich solche große Veranstaltungen gefällt mir sehr gut. Ja, ich freue mich immer. Ja, wir haben immer Ludwigshafen etwas, weil Ludwigshafen ist so schön wie New York und ist auch viel los. Ja, es ist viel los. Wo Boxen gibt, ja, solche Weltmeister trifft, dann weiß man, dass es ist eine richtige Stadt. Ja. Genau. Und worauf freuen Sie sich heute bei der Veranstaltung? Ja, dass wieder viel Trubel ist, dass internationale Gäste da sind. Ja, nicht nur unter den Sportlern, auch unter den Gästen.